Jetzt. So, wir kommen wieder zurück. Wir spielen gegen Celtic das Freundschaftsspiel. Ja. Auf geht's. Ja. Ich muss mich berühren. Gerade das ist der zweite Versuch, weil das Ding umgefallen ist. Unser Gestell. Ja, los geht's. Ich hoffe, wir können uns 3 Punkte. Naja, das ist ein Freundschaftsspiel. Ja, ein bisschen leiser jetzt mal. Ach ja. Im Kommentarton. Weil ich hab. Die übertönen uns ein bisschen. Und ja, sorry, dass bei Aufnahme so ein roter Punkt ist. Das ist aber wegen der Kamera. Guck, wenn ich jetzt mal. Kommentator an oder aus? Halb. Ja, so. So, los geht's jetzt hier. Ein bisschen lauter Ganze, oder? Nein. Also, das Ganze. Dann verstehen wir uns nicht so. Ah, gut. Ja, warte. Spiel einfach weiter. Durch. Ja, sorry, ich kann gerade nicht. So. Was ist das für ein großer? Wir versuchen immer ganz ein bisschen lauter zu reden. Ja, weil wir haben das Gerät, das wir für die Xbox 360 zum Aufnehmen haben, noch nicht bestellt bzw. noch nicht gekauft, und deswegen wollten wir es jetzt einfach hier mit Kamera machen, und ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Ja. Support. Wir müssen uns auch ein bisschen absprechen. Manchmal kommentieren wir, aber wir müssen uns doch meist absprechen. Ja. Und im Pokal kann ich euch schon sagen, spielen wir gegen den FC Bayern München. DFB-Pokal. Das ist immer so, okay. Das ist total doof, gleich Bayern München in der ersten Runde zu bekommen. Ach ja, und was gibt's noch zu sagen? Im Spiel kriegt man, also, wir haben eingestellt, dass man auf Hand spielt. Ja. Und da kriegt man auch, nimmt man auch sehr oft Hand. Oh! Schade. Und ja, nicht, dass ihr denkt, wir spielen irgendwie auf Halbprofi oder so, wir spielen wirklich auf Weltklasse, wir können es euch nachher auch nochmal zeigen. Im zweiten. Ja, der Freistoß war gerade eigentlich schon ganz gut. Also sowas habe ich davor irgendwie auch noch nicht hinbekommen, aber naja. Wäre besser, wenn er drin ist, ne? Ja, das Problem ist, wir haben früher mal mit kleineren Teams gespielt und uns dann die Meisterschaft irgendwie noch zu erarbeiten. Jetzt wollen wir aber mit Dortmund spielen. Spielen wir unten. Den Tabellenführer. Kagawa. In Mitte. Ah, ein bisschen zu spät. Wollen wir erstellt, wir haben auch ein paar Stelltecken. Ja. Ach scheiße, ich wollte Kurzecke. Oh, was war das? Ich wollte Kurzecke machen, ne? Oh nein! Scheiße, scheiße, nein, Dörf. Abseits oder nicht? Oh. Oh! Naja, Freundschaftsspiel. Aber trotzdem war unnötig. Haben wir überhaupt einen Ersatztorwart mitgenommen? Ja. Okay, wir nehmen einen raus. Na, wir haben wir einen? Ja, haben wir einen mitgenommen. Okay. Langerak. Langerak. War da eben nochmal der andere? Aber auf. Wenn wir in der Karriere sind, wenn die durch sind, holen wir die sofort raus. Oh! Oh, oh mein Gott. Und da die wenigen Fans. Weil ich meine jetzt. Da sieht man schon, dass es Weltklasse ist. Ja. Profi hätte nie so geil reingehauen. Ja, wir holen den nicht dann so raus, den ganz durch sind gleich, ne? Ja. Profi haben wir den immer bekommen, aber der jetzt sind die schlauer geworden. Ey. Das wissen wir ja, ne? Also die für uns läuft gerade richtig scheiße, ne? Okay. Ah, ich dachte, wäre keiner mehr. Nein. Linie zurück. Und auf Weltklasse zocken wir halt noch nicht so oft, und auf Weltklasse schaffen wir es alleine eigentlich meistens zu gewinnen, aber zu zweit ist es noch schwieriger als alleine. Nicht rausholen, nicht rausholen. Okay. Und nicht so oft rausholen jetzt, ne? Ja, ich bin das gewohnt, ich hole den eigentlich immer raus. Ja, weil wir vorher auch mal auf Brust gespielt haben. Aber Fehler, Fehler. Fehler von ihm. Das gibt's doch nicht. Also. Von Anfang an sind die Zeldrück oder wie die sich nennen, besser. Jetzt oben Muela erstmal über rechts. Götze. Und damit ihr mal wisst, was wer ist, also blau ist Wapik LP, K
kennt ihr ja von Portal und so. Und rot bin ich, 1000 Luki RT. Ah, kurze Ecke. Ja, da habe ich mich gerade nicht so konzentriert. Ich musste den. Aber wenn man den reinbringt, bringt. Nein, wieder faul! Wenn man den so reinbringt, wieder rot! Fast gar nicht. Oh. Schein. Wir haben nur Glück, dass es gerade ein Freundschaftsspiel ist. Also die anderen Freundschaftsspiele gibt's auch nein! Oh, Headphone! Ja, scheiße, Mann. Okay, wieder richtig. Alles nach vorne. So, jetzt aber nicht, dass die hier gleich abschalten nach dem Spiel, damit die denken, wir sind die größten Vollpfosten im FIFA. Wir sind noch voll am Profi gewöhnt. Also dass wir einen Keeper ins Haus holen. Oder dass wir, ja, dass wir einen Keeper generell rausholen. Dass wir, wenn wir die anschießen, immer Hand kriegen. Und ich weiß, warum der rote Punkt da ist. Ja, wegen dem Teil, das weiß ich auch schon lange. Hey, das muss aber weggehen eigentlich. Warte, das kriegen wir nachher weg, nach dem nächsten Part. Das kriegen wir irgendwie weg, den roten Punkt. Na, schlimm ist es gerade nicht, kein Weltuntergang. So, jetzt! Blaschikowski! Muss ich schießen, ist keiner da. Nein! Und dann laufe ich noch ins Aus damit. Oben hättest du vielleicht nochmal, aber... Ja, da stand ja keiner oben. Doch, ich stand da ganz oben hin, als du geschossen hättest. Da oben war ich dann. Ich hab das noch genau gesehen. Na, hinterher kann ich auch nichts ändern. Aber guck, wie wir jetzt ein Problem da hinten haben. Oh, ja, jetzt. Um. Schöner Pass. Das gibt's doch nicht. Jetzt. Elfmeter. Handspiel hat er gepfiffen. Ich wollte eigentlich nur so rüberlupfen, aber es war schwach. Götze schießt. Immer wenn einer verschossen hat, dann darf er nicht mehr schießen. Schönes Tor. Tor. Man kann. Wir können uns jetzt auch umarmen, indem wir uns einfach auf und zu laufen. Man, die machen auch manchmal anderes, die klatschen sich die Hände ab oder keine Ahnung. 1-1. Zur Halbzeit. Obwohl wir schon 2-9 spielen, ne? Ja. So. Halbzeit. Oh, ich fahre mir immer gerne. So, wir haben jetzt schon also 7 Minuten für eine Halbzeit. Also 14 Minuten dort ungefähr. Ja. Wird schon gehen irgendwie in YouTube. Wenn nicht, schneiden wir die, oder? Ach, funktioniert schon irgendwie. Ja, laden wir schon irgendwie, das kriegen wir schon hin. Schneiden ist auch scheiße. Wenn wir die Hälfte nur reinmachen. Nein, ich meine, schneiden direkt bei der Halbzeit, also dass du zwei Videos hast. Rüber. Schön, jetzt nicht annehmen. Ja, ich wollte doch nicht. Ja, ist okay. Ja, guck, ich hab's perfekt nach oben eigentlich. Ja. Dann spielt er den an. Dann läuft er automatisch hin, ich hasse es. Egal, passiert nur noch nicht so aufregend hier. Ja, aber wirklich. Regt mich die ganze Zeit auf, wenn wir jetzt in der 90. oder so wären, das nicht passiert wären. Ja. Jetzt will er jetzt wieder abseits. Komm. Ja, Mann. Also, aber ich bin eigentlich noch hinten geblieben. Ja. Ist nie eine Fehlentscheidung bei FIFA, nie. Bis auf 11 Meter oder so. Dann manchmal zeigen sie auch, wo es aus war, der Ball. Ja. Schön gehalten, Junge. Weil der geht nicht ins Tor. Sag ich doch. Verteidigungsstamm mit. Schön, jetzt. Vorne hier. Der Langrock, der ist bekannt für schöne weite Abwürfe, genau wie es Manuel Neuer kann, der FIFA. Schön, jetzt. So, Subotic. Oh, muss ich alleine machen. Warum Subotic? Oben, vielleicht immer. Nein, ja. Und dann habe ich gepasst. Ja, irgendwie ist es bei mir auch immer so. Ich laufe immer richtig lange. Der kann auch nicht mehr, der Subotic. Ist auch ein Verteidiger, der kann nicht mehr. Oh, ey. Was ist das denn? Also Zeltritsch ist schon ein gutes Team hier. Also gegen die haben wir schon ganz schön was hinter uns. Scheiße, ich bin gerade richtig schlecht. Oh, Uwe Mujila, dafür ist er auch bekannt für sowas. Hast du? Warum? Okay, super, weiß ich auch nicht. Doppelpass, ich hätte den nochmal nach oben gebracht. Ja, sorry.
Nicht rausholen. Ja, ich habe ihn nicht rausgeholt. Hier außen. Ah, egal, kommt an. Götze, der kann noch. Lass mich allein. Ah, scheiße, ich dachte, der eine läuft auf dich zu, der obere. Dann hätte ich mir ja nicht, dann hättest du rüberlegen können. Hier. Nochmal. Nochmal. Ich hätte mal ungerollt. Komm, wir wechseln. Leck mich am Arsch. Barrios, Lewandowski, neuer Mann hier. Großkreuz. Wird schon passen. Also zusammen zu spielen ist immer noch schwerer als alleine. Ja. Weil man sich mal richtig doll absprechen muss. Ja. Oh, wieder! Mit dem wollte ich gar nicht annehmen. Ja. Also. Komm, ist nur ein Freundschaftsspiel, brauchen wir nicht so aufregen. Ja, im normalen Spiel passiert uns das auch die ganze Zeit. Ja. Das ist schlimm. Besser als bei PES irgendwie ein Scheiß da zu rein. Oh, bleib drinnen, du Vogel da im Tor. Ich denke mal, der rennt raus. Nee. Ah, ja, das ging gleich ein bisschen zu hart, der Schiri. Das für ein Vogel wieder. Hoffentlich schaffen wir auch ein paar schöne Tore. Wir wissen es nicht. Schön ist zu spät. Kann nichts machen. Jetzt! Großkreuz reingebracht und der ist. Oben. Genau. Schieß! Nein, verletzt. Nein. Vielleicht, man weiß nicht. Schießt jemand aus. Ich hasse es, dass wir ihn weiterspielen. Warum, der ist nicht draußen, der liegt nicht mehr. Ey, Schiri. Komm nochmal jetzt ein Tor. Ein Tor. Götze, super. Und jetzt nochmal, bring ihn jetzt ein Tor, das wär's. Ja! Jawohl. Lewandowski reingebracht, den Jungen. Na Mann, bleib doch stehen. Mach um, ey. 87. Lewandowski. Ihr habt ja hoffentlich gesehen. Das Tor. Aber natürlich wieder in den letzten Minuten. Da sind wir uns stark, bei den letzten Minuten mal Tore schießen. Sind wir immer noch stark drin. Und das ist auch faszinierend, zu 9. Das gegen Selfridge, einen richtig guten Club zu schaffen. Ja. Die nächsten Freundschaftsspiele simulieren wir. Wir informieren euch mit dem Ergebnis. Nicht Elfmeter. Alter, wir fahren ja. Ja, im normalen Spiel fahren wir eigentlich fast gar nichts mehr, ne? Ja. Das wäre ein bisschen scheiße. Scheiße. Ja, und die wenigen Fans bei diesem Freundschaftsspiel können sich über dieses Unentschieden noch freuen. Gegen BVB. Großen Club. Durch. Wir können uns zufrieden geben, zu 9 hier unentschieden gespielt zu haben. Oder wenn wir es jetzt noch kriegen, das wäre es auch. Was macht denn der Torwart da hinten und jetzt gelb-rot? Nee, falsch, das für uns. Schwalbe. Sollte aber langsam mal abpfeifen, ne? Oh, wieder so ein Scheiß zu spielen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Spiel. 13 Minuten, ja 14 haben wir aufgenommen. So, bis zum nächsten Mal.